Zerbrochen. Auftrag starten, jawohl. Zerbrochen. Ein paar zerbrochene Werkzeuge haben, diese Sklaven zu tagelanger Folter verdammt. Töte die Uruks, die sie bewachen, und rette die Sklaven. Machen wir. Machen wir sofort. Zusätzliches Ziel, töte, was? 0 von 2, töte Uruks mit einem Vorsprungtötung, okay. Das machen wir. Muss ich aber erstmal irgendwo hochklettern. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo hier die Gegner sind. Lugnag. Lugnag der Schändliche, ist das? Okay. Ein Hauptmann. Das ist natürlich krass. Oh, der sieht mich ja gleich. Fuck, das war knapp. Das war richtig knapp hier. Gehen wir hier bitte hoch. Eine Vorsprungtötung. Hm. Wo sind sie denn? Hier ist einer. Das ist aber keine Vorsprungtötung. Das ist schade. Wie kann ich denn eine Vorsprungtötung machen? Das habe ich noch gar nicht freigeschalten, oder? Nochmal die Elbenpfeile erstmal. Vorsprungtötung. Habe ich das? Kann man nicht freischalten? Sehe ich das richtig? Ja. Kann man nicht freischalten? Das heißt, von unterhalb deiner Feinde eine Vorsprungtötung. Ah, okay, ich verstehe. Sieht mich einer? Mich einer gesehen, oder was? In 4 Jahren werden wir Teil der Legenden sein. Denn wir sind der Beginn eines neuen Zeitalters der Uruk. Moment, denn erstmal töten wir die Typen hier. Nicht, dass uns hier irgendjemand entdeckt. Irgendjemand... Oh, fuck, sie haben uns gesehen. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist ziemlich essig mit der Vorsprungtötung. Das ist schade. So. Oh Mann, der Talion, der hat so krass drauf. Zack! In Boden gerammt. Was soll denn das hier werden? Sag mal an hier. Du bleibst gleich mal liegen hier. Oh Mann, das ist wieder jede Menge Gegner. Ich hoffe, dass da noch ein paar Gegner übrig sind, mit denen ich die Vorsprungtötung machen kann. Ansonsten will ich die Mission neu starten. Hallo, Hauptmann. Du bist die Made, die meine Leute nacheinander nachts auseinandernimmt. Dafür nehme ich jetzt dein Gehirn auseinander. Ich mache das auch tagsüber. Das ist ein Vollzeitjob. 24/7, weißt du? Und so. Ja, mit seinen Drecksperren geht mir echt tierisch auf den Sack. Ach, der Hauptmann hat die Speere. Okay. Hey, was soll denn das werden hier? Leg dich mal bitte hin. Dankeschön. Oh Mann, ich bin fast tot. Das ist gar nicht gut. Oh, nochmal hier reingestochen. So, komm mal her hier. Verhören wir dich mal ordentlich. Ich glaube, ich weiß, warum der eine Hauptmann immer wieder kommt. Kann das sein? Weil ich die Hauptmänner immer verhöre und nicht töte. Ich weiß nicht, ich bin mir da jetzt unsicher, wenn ich sie verhöre, ob sie dann am Leben bleiben. Zugor der Abstecher. Aber es sieht nicht wirklich so aus, als würde der weiterleben. Getötet. Steht da oben zumindest. Also liegt es schon mal nicht daran, warum ich einen Hauptmann dreimal schon getroffen habe. So. Sind natürlich keine Gegner mehr da. Das ist schade. Hier ist aber irgendwo noch ein Kraut, das wir brauchen können. Jawohl. Da hinten ist ein Gegner.
Da hinten sind mehrere Gegner. Vielleicht kann man da die Vorsprungtötung machen. Nee, aber die sind unten. Das ist schlecht. Für die Vorsprungtötung müssen sie eine Ebene über mir sein. Oder? Von unterhalb deiner Feinde steht da, ja. Das bringt nichts. Das bringt gar nichts. Hm. Okay, drauf geschissen, dann befreien wir die Sklaven jetzt einfach. Oh, da ist ja noch ein Gegner. Ich sehe einen auf der Minimap. Ich sehe sogar zwei. Ja, jetzt ganz, ganz sachte alles. Schauen wir mal, kann man den anlocken eventuell? Rüber komme ich da nicht, das ist schlecht. Der Rüstmeister nimmt sich ganz schön viel Zeit. Ich warte schon ewig auf neue Waffen. Ich will dich bloß anlocken, eigentlich. Anlocken, komm mal her hier. Was? Habt ihr das gehört? Nur du hast das gehört. Jawohl. So. Danke. Erste Vorsprungtötung ist schon mal erledigt. Jetzt brauchen wir nochmal irgendwo eine Ebene, eine hochgelegene am besten. Ihr lasst den Sklaven in Ruhe, ich fasse es ja nicht. Ihr lasst den scheiß Sklaven in Ruhe, was fällt euch ein? Haben die mich gesehen? Ich glaube nicht. Zumindest die letzte bekannte Position haben sie. Das heißt, er kommt hier hoch, das ist verdammt gut. Das ist verdammt... Hier bin ich. Hier bin ich. Hallo, hier. Komm doch mal bitte her jetzt. Schnell, bevor mich der hinter mich sieht. Da ist er nämlich. So, jawohl, haben wir das zusätzliche Ziel auch noch gerade noch erfüllt. Dann können wir jetzt die Sklaven befreien. Einwandfrei. Ah, hier gibt es noch ein bisschen XP. Hilf uns, bitte! Ja, ich bin schon da. Willst du uns wirklich alle retten? Natürlich. Dann gib nicht auf. Ich gebe niemals auf. Ich bin Talion der Waldläufer. Du Schlampe. So. Da ist noch ein Gegner. Müssen wir ein bisschen leiser sein. Du brichst hier niemanden die Arme. Was soll denn das? Beißt jetzt erstmal ins Gras. So, nächsten Sklaven. Einen noch. Da ist eine Bestie, die wir eventuell sogar freilassen. Das muss ich mir jetzt noch überlegen. Letzte Nacht habe ich dieses gruselige Biest wieder in den Schatten kauern sehen. Was glaubst du, was es will? Vermutlich etwas zu essen. Wenn ich sehe, wie es unter... Wenn du deine Werkzeuge zerstörst, lassen wir dich mit bloßen Händen graben. So, ich weiß ja nicht. Soll ich die anderen auch noch töten, damit der Sklave hier gut wegkommt? Ist eigentlich egal, oder? Ah, fuck, jetzt haben sie mich schon entdeckt. Ah, kacke. Okay, dann geht's los. Dann geht's mal wieder von vorne los, die ganze Gaudi. Metzeln wir alle nieder. Kenn ich gar nichts. So, du hast Informationen für mich. Das heißt, ich werde dich nicht sofort töten. Oh Mann, so viele Gegner immer wieder. Jawohl, sehr schön. Du bleibst gleich mal liegen. Sind alle schon wieder tot. Ich habe sogar den mit den Informationen getötet. Da hinten liegen aber noch Informationen. Die nehmen wir dann auch noch mit. Jawohl. Sehr schön. Solche Qualen. Durch das Abschließen von ausgestoßenen Rettungsaufträgen ist es eher wahrscheinlich, dass Ausgestoßene dir helfen, indem sie dir Informationen über Hauptmänner bringen. Oder sich gegen ihre Peiniger wenden. Für eine einzige zerbrochene Schaufel. Diese Uruks haben mir gezeigt, was wahre Grausamkeit. So. Ich will Informationen über den hier. Nakra, der Spürhund. Befindet sich in einem Gefangenenlager. Das ist egal. Wir wollen nämlich zu der Mission. Brauchen wir aber erstmal eine Markierung.
Ah nee, ich wollte hier Tugok den Wächter töten. Der hat ja eine besondere Belohnung für uns. Dann machen wir das erst. So, hier unten sind überall Gegner. Schleichen wir mal lieber. Mit Orktrak habe ich kein Mitleid. Mit den Legi... Oh, fuck, da ist ein Gegner. Schnell töten, bevor hier irgendjemand Alarm schlägt. Ah, Mann, die sehen das so schnell, wenn einer von denen angegriffen wird. Das ist überhaupt nicht cool. Wir Aasvögel riechen den Tod. Wir wissen, wo er sich versteckt. Ja, in meinem Schwert ist der Tod und der wird dich jetzt heimsuchen, du Sack. Irgendjemand attackiert mich hier ganz böse mit Pfeilen, das ist nicht nett. Komm schon, fall nochmal um. Jawohl. Zack. Nimm doch endlich die Kackrune, dankeschön. Was soll denn das hier werden da oben? Frecher Hundling, du. Zack. Da ist auch noch einer. Zack. Der Kerl will nicht mal flüchten. Du bist ja mutig. Ich habe gerade deinen Hauptmann gekillt, Kollege. Alle anderen sind schon weg. Du bist der Letzte. Du warst der Letzte. Was ist denn jetzt los? Verbirg dich, um die Alarmbereitschaft zu senken. Na, machen wir das mal. Oh fuck, das sind ja Gegner. Ich bin ihnen voll reingelaufen. Ich fasse es nicht. Oh Mann, das wird noch hier richtig übel. Ich glaube, die entdecken mich jetzt alle. Das ist so krass, was die teilweise aushalten hier, die Uruks. Oh ja, jetzt sind wieder richtig viele am Start. Muss ich mal wieder einen hier mit einer Hinrichtung platt machen. Da hat mich einer mit dem Pfeil getroffen, ich fasse es nicht. Warum brennt denn der? Wo ist denn der reingelaufen? Der da hinten hat Brandpfeile. Den killen wir sofort. Was soll denn das? Ach, das ist ein Hauptmann auch noch. Uruk nicht kämpfen gegen Uruk. Tag töten. Bitte was? Und das jetzt nochmal auf Deutsch gesagt. Und hier ist so die Hucke voll. Finde ich gar nichts. So. Krass, wie viele da schon wieder sind. Übelst. Ich glaube, die ganze Garnison von der Festung ist jetzt hinter mir, ja. Ich werde aber alle umhüten, da kenne ich nichts. Talion ist da eiskalt. Das tut weh, ne? Er ist halt... Doch, er ist tot, sehr schön. Jetzt flüchten sie hoffentlich alle. Ja, jetzt hauen sie alle ab, die Feiglinge. Oh! Der will nicht flüchten. Komischer Kerl. So, schlitzen wir alle auf. Bleib einfach liegen. Nee, das waren keine Ratten. Das war ein Waldläufer. Krass, wie die immer ihre Leute retten, wenn ich sie am Boden hinrichten will. Das ist ziemlich madig. Oh mein Gott, es sind schon wieder so viele. Ich fasse es einfach nicht. Ich muss echt mal, wenn ich in der Festung bin, mehr schleichen. Ich darf dann nicht dauernd hier voll auf Angriff gehen. Das bringt einfach nichts. Jawohl. Der nächste tot. Momentchen. Er hatte zwar Informationen, aber er musste jetzt leider dran glauben. Da habe ich nicht richtig gezielt. Der hat auch Informationen. Ich lasse den, versuche ihn mal am Leben zu lassen. Wenn das denn funktioniert. Jawohl. Da haut er ab. Ich fasse es nicht. So, da ist noch die Rune von dem Kerl, den wir gerade erst getötet haben. Bloß eine Stufe 4 Rune. Das ist nicht viel. So, wir